So, und jetzt schauen wir uns die Funktion BW, also Barwert, an. Wir wissen, dass wir einen zukünftigen Wert haben, ZW an dieser Stelle. Wir kennen den Zahlungszeitraum von 5 Jahren und wir kennen den Zins von 4%. Das stecken wir jetzt in die Funktion BW. Wir tragen entsprechend ein, Zins 4%, Zahlungszeitraum 5 Perioden, 5 Jahre à 4%. Regelmäßige Zahlung gibt es nicht und wir haben einen zukünftigen Wert, den wir rausholen möchten, von 6.083,26. Das ist jetzt genau das, was wir vorhin als zukünftigen Wert berechnet haben. Und wir möchten jetzt sozusagen zur Kontrolle zurückrechnen, was müssen wir an Barwert heute hineinstecken, um diesen zukünftigen Wert 6.083,26 zu erreichen. Wir rechnen das aus und bekommen dann das Ergebnis. Hier rechts unten dargestellt, minus 4.999,99, also rund 5.000 Euro. Der Rest sind Rundungsfehler hier bei der Berechnung, die aufgerundet werden dann auf die 5.000 Euro. Also wir haben damit den Barwert wieder zurückgerechnet und kommen wieder bei den 5.000 Euro heraus, die wir heute einzahlen müssen, um später die 6.083,26 zu erhalten. Barwert als Funktion, um aus der Zukunft, aus unserem zukünftigen Wert, zurückzurechnen auf unseren Barwert heute.